Meine Lieben, hello, hello, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch wieder eine Runde mit in diesem Video. Es ist einiges geplant. Zum einen haben wir wieder unser Mädelstreff. Die Tara hat eingeladen. Für mich geht es morgen in Richtung Köln. Also ich habe eine lange Fahrt vor mir, aber ich freue mich riesig, meine Mädels wiederzusehen. Wir haben uns natürlich eine halbe Ewigkeit nicht gesehen, logischerweise dank Corona. Und morgen ist es soweit. Dazu muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Ansonsten werde ich da hinten noch das Eck umstellen. Da wird nämlich was abgeholt, zeige ich euch auch gleich. Es sieht richtig chaotisch aus. Der Postbote war auch gerade da und hat ein Paket gebracht. Und hier hinten habe ich schon ein bisschen was umgestellt, sage ich jetzt mal so. Also ich habe eigentlich nur diese Vase hier hingestellt und habe ein bisschen was reingestellt. Ja, naja, mal schauen, ob das so bleibt. Jedenfalls habe ich dann noch vor, meine Abzugshauben sauber zu machen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Und jetzt mache ich aber erstmal das Eck vom Liam. Da wird jetzt was abgeholt, wie gesagt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Also es sieht sehr chaotisch aus im Moment tatsächlich. Aber ich muss auch zu unserer Verteidigung sagen, dass wir gestern ganz, ganz viel hier gespielt haben. Aber dieses Teilchen hier kommt jetzt tatsächlich weg. Ich muss noch den Bezug waschen. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, also das muss man auch Feinwäsche waschen, damit da auch wirklich nichts passiert. Hier ist nämlich auch noch so ein Teil dran und ja, das soll ja dann noch schön aussehen. Jedenfalls wird das Teil abgeholt und dann entsteht hier hoffentlich was anderes, Schönes. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr chaotisch, aber es bedeutet ja dann eben auch, dass Kinder Spaß haben und spielen und das ist eben das Wichtige. Und so sieht es jetzt aus. Also ich habe alles sauber gemacht, da hinten, habe das vorgeschoben, habe die Platte rausgemacht, habe hier unten den ganzen Staub rausgemacht. Das ist halt so ein bisschen unpraktisch, aber sieht halt schön aus und man kann den Staub ja ganz einfach auch mit dem Wedel rausmachen. Aber ich wollte es halt einmal durchwischen, habe dieses Teil auch gewaschen, habe es jetzt mal hier hingehängt. Die Sonne scheint schön, da wird es jetzt auch gleich trocken und ich bin gespannt, wie diese Ecke dann bald aussehen wird. Ich habe keinen grünen Daumen, ne? Aber schaut euch mal unser Pampasgras an. Und ich habe nichts dran gemacht, gar nichts. Ja, ich schneide jetzt ein bisschen was ab. Ich werde nämlich einiges verschicken. Ja, das hatten sich ein paar Zuschauer auf Instagram gewünscht. Ich habe jetzt ein bisschen was abgeschnitten, den Rest lasse ich jetzt so. Hier ist das, was ich abgeschnitten habe. Ich werde auch noch was für meine Mädels jetzt zurecht machen. Die freuen sich bestimmt auch. Und ja. Ich freue mich auch, sagen wir es mal so. So, der Postbote war da, wie man sehen kann. Ich bin gespannt auf dieses Teilchen hier, da werde ich einen Test durchführen. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob euch sowas interessiert. Ich habe ja meinen Dyson-Handstaubsauger und ich finde den nicht gut, habe ich euch aber schon des Öfteren gesagt. Ansonsten habe ich jetzt hier noch ein paar Sachen für den Liam bestellt. Die haben mir sehr gut gefallen, also unter anderem für den Liam. Auch für mich noch ein paar Schätze, wie zum Beispiel diese Hose hier. Dann hatte ich mir noch ein weißes Hemd hier bestellt. Kann ich euch dann auch gerne noch genauer zeigen. Da ist noch was angekommen von Stronger. Hier sind die Pakete für meine Mädels. Da kommt gerade die Bella angetippelt. Na Bella, alles klar? Ja, die Pakete für die Mädels. Einen Duden musste ich noch bestellen und das hatte ich noch bei Action gekauft. Das ist im Angebot gewesen. Liebe ich. Habe ich euch ja schon des Öfteren gezeigt. Das räume ich jetzt in die Waschküche und dann mache ich mal weiter. So, und jetzt bereite ich die Pakete für meine Mädels vor. Ja, ich hoffe, dass es so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier ist übrigens der Gianluca. Also der Liam, der hilft mir gerade scheinbar. Hier sind die Kartons für meine Mädels. Da kommen jetzt die Geschenke rein. Danke. Ja, super machst du das. Vielen Dank. Also ich habe zum einen Masken gekauft, fand ich ziemlich witzig, einfach so, ne, halt als kleinen Gag. Hier, so sehen die aus, die kann man sich hier auch kleiner machen oder größer dann eben in dem Fall. Hier habe ich noch ein bisschen Streuartikel, Seidenpapier, da würde ich sagen, mache ich die jetzt mal zurecht, ne, die Geschenke für meine Mädels. Hier sind übrigens noch diese Teile hier, die kommen noch mit in die Maske. Hier ist ein Schlitz und da kommt das dann rein. Schokolade. Für die Mädels. Hier sind noch die Geschenke und die Teile habe ich auch noch gekauft. Die fand ich auch total schön. Haben mir auch gut gefallen. Und ja, dann mache ich mal weiter hier, würde ich sagen. Ja.
Und noch ein weiteres Geschenk wird jetzt eingepackt, und zwar dieses süße Jäckchen hier. Eine Bekannte hat nämlich ein Baby bekommen und meine Freundin und ich, wir haben eben diese süße Jacke hier besorgt, diese Söckchen, Geschenkpapier liegt bereit und dieses schöne Band, könnt ihr euch noch daran erinnern. Das ist so süß, oh mein Gott, kann man gar nicht so gut erkennen jetzt in der Kamera, aber da steht Baby drauf. Kann leider nicht erkennen, schade, nicht schlimm. So, ich mache das mal fertig, hier ist noch die Karte dazu und dann habe ich wieder was erledigt. Eine Gemüsesuppe gibt es heute. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks. Die Abzugshauben sind jetzt sauber und ich würde sagen, jetzt gibt es mal eine Belohnung. Ich mache jetzt mal das Paket hier auf. Ich weiß natürlich, was drin ist. Aber ihr ja nicht, ne? Hier ist noch mein Lieferschein. Ja, der Karton kann weg. Oh mein Gott, dieser Karton ist so schön. Ich liebe ja Kartons, das wisst ihr ja, ne? So, heb auch immer alle auf. Was gar nicht verkehrt ist, weil man die auch immer wieder gebrauchen kann. Also, jetzt mache ich mal das Paket auf. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich habe euch jetzt mal so hingestellt. Jetzt seht ihr halt mich nicht, aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch, ne? So. Oh, wie schön das eingepackt ist. Oh mein Gott. Ich freue mich so. Ich zeige euch die Sachen. Oh mein Gott, ich drehe euch mal um. Ein neuer Fußsack durfte hier einziehen. Oh mein Gott, wie schön ist der bitte. Schaut mal, von der Verarbeitung der absolute Wahnsinn. Und der ist so, so kuschelig weich. Ich bin total glücklich über dieses Teilchen, denn den der Liam bisher hatte, der ist natürlich viel zu klein mittlerweile. Und er soll ja nicht frieren im Kinderwagen. Und deshalb, ja, bin ich jetzt ganz glücklich über diese Entscheidung hier. Hier werden dann natürlich diese Gurte durchgezogen, damit man ihn anschnallen kann. Also alles kein Problem. Super, super happy bin ich mit dieser Entscheidung. Ansonsten hat er einen neuen Bezug bekommen für seine Wickelunterlage. Jetzt wundert euch nicht wegen der Farbe. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt eine Mädchenfarbe. Mir hat die im Internet super gut gefallen. Was denn? Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt eine Mädchenfarbe. Also finde ich gar nicht. Ich kann euch mal zeigen, was ich ihm noch gekauft habe. Und jetzt hier live ist er noch viel, viel schöner. Dazu passend habe ich dann noch dieses Körbchen hier. Da kommen dann die Windeln rein und wie gesagt, das kommt dann auf die Wickelkommode, damit ich da einfach einen Wechsel habe, weil ich natürlich die, die er jetzt drauf hat, auch immer wieder waschen muss. Und auch hier bin ich jetzt total glücklich über diese Entscheidung. Also hier kann man es ganz gut erkennen. Hier kommt dann eben die Wickelunterlage rein. Ja, mega, mega schön. Ansonsten noch dieses Teilchen hier. Für unterwegs, da kommen dann die Feuchttücher rein, finde ich auch sehr schön. Das ist halt dieses typische Cueca-Zeichen. Ich glaube, ich spreche es auch falsch aus, aber ist jetzt nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Jedenfalls ist es ja dieses Waffelmuster. Und hier habe ich jetzt noch ein Teilchen. Das kommt an das Bettchen vom Liam ins Schlafzimmer. Schaut mal bitte, wie schön das aussieht, wie gut das verarbeitet ist. Also mega, mega schön. Und das kann man dann eben ans Bettchen machen, da kann er sich dann seine Spielsachen reinmachen oder Stofftiere. Kann man eigentlich überall so aufhängen dann, ne? Und dann hat das Kind eben das Spielzeug parat. Meine Lieben, das Wetter weiß auch nicht, was es will, ne? Ich habe mich jetzt einfach mal hier hingesetzt. Ich hoffe, dass es geht vom Licht. Ich wollte mich nämlich nicht an den Esstisch setzen, weil ihr sonst das Chaos im Hintergrund seht. Ja, das sind die ganzen Pakete für meine Mädels, die ganzen Klamotten, Koffer und so weiter. Aber ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch noch das Paketchen hier zeige mit den Dingen, die ich bei Zara bestellt habe. Also ich stelle das mal ab. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich verschiedene Größen bestellt habe, weil das bei Zara immer so ein bisschen, ja, komisch ist. Also da fallen die Sachen immer unterschiedlich aus. Dieses Teilchen hier, das muss ich euch unbedingt zeigen. Dieser Cardigan für den Liam kostet tatsächlich nur 14,95 €. Habe ich in der kleineren Ausführungen schon bereitgelegt, denn den werde ich definitiv behalten. Der ist einfach so ultra süß. Schaut mal, hier sind dann auch noch so abgesteppte, ja, Nähte, also eine andere Farbe. Total süß, wirklich, wenn man da ein T-Shirt drunter zieht oder ein Longsleeve oder eben ein Hemd, dann, ja, hat man definitiv ein schönes Outfit. Ansonsten habe ich noch diesen Pulli hier bestellt. Der sieht so aus. Dann habe ich noch diesen hier bestellt. Das ist, glaube ich, der Tiger von
Winnie the Pooh, glaube ich. Also so sieht er zumindest aus. Der hat nur 9,95 Euro gekostet, also das geht voll klar. Dann habe ich den noch bestellt, da sieht man es. Der ist jetzt tatsächlich ein Ticken zu groß, den werde ich aber auch behalten, weil der mir so gut gefällt. Und der hat 15,95 Euro gekostet, den kann er dann nächstes Jahr anziehen. Bei dem hier bin ich mir noch relativ unsicher. Ja, vom Stoff, das ist dann mit dem Waschen immer so ein bisschen kompliziert. Und schaut mal, das ist jetzt zum Beispiel 98 und 98 trägt er schon auch oft. Vor allen Dingen H&M 98 passt jetzt ganz gut, aber bei dem hier ist es jetzt halt riesig, also fällt es riesig aus. Deshalb muss ich mir das überlegen. Ansonsten habe ich für mich eine Hose bestellt, die werde ich auch behalten, weil ich die morgen anziehen möchte. Die habe ich aber auch hier wieder in zwei Größen bestellt. Ich werde jetzt S behalten, das ist M, und dazu werde ich mein weißes Hemd kombinieren, das ich eben auch gekauft habe. Das ist jetzt aber schon in der Wäsche. Ihr werdet ja dann morgen mein Outfit sehen. Und ansonsten gehen diese Sachen jetzt hier wieder zurück. Das gefällt mir doch nicht so gut. Also hier ist jetzt nochmal der Pulli in der kleineren Variante, den ich euch gerade gezeigt habe. Und bei dem hier, da bin ich mir so unsicher. Das gefällt mir jetzt irgendwie live doch nicht so gut. Also so als Jogginganzug für zu Hause, ich weiß nicht. Also ich dachte eigentlich als Pyjama. Dazu ist er aber zu dick. Ich muss mal gucken, ob ich das behalte. Die Hose, die hat mir dann live nicht mehr so gut gefallen. Deswegen geht sie zurück. 10,95 Euro würde die kosten. Und ich habe sie auch hier wieder in zwei verschiedenen Größen bestellt. Ansonsten habe ich noch ein süßes Hemd bestellt. Das kann ich euch jetzt mal einblenden. Das habe ich jetzt eben auch gewaschen, weil ich ihm das morgen anziehen möchte, damit mein Schatz schön schick ist, eben mit dem blauen Cardigan. Das war jetzt soweit meine Zara-Bestellung und ja, das räume ich jetzt mal alles weg, beziehungsweise verpacke es schon mal, damit es dann direkt zur Post geht. Ja, wieder was erledigt, ne? Hier ist noch das Hemd, von dem ich vorhin erzählt habe. Ich finde es ultra, ultra schön. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ich muss es natürlich noch bügeln. Vor allen Dingen der Kragen ist auch richtig schön gemacht. Und hier ist der Cardigan, den habe ich jetzt eben auch frisch gewaschen. Werde ich jetzt auch nochmal drüber bügeln. Und ich finde die Kombi dann einfach total süß. Wollte ich euch auch nochmal so jetzt zeigen. Meine Lieben, ich bin nicht zu Hause, wie man sehen kann. Wir sind bei der Tara angekommen. Tara hat schon richtig schön alles vorbereitet. Es sieht ein bisschen aus, als würden wir hier einziehen. Nein, natürlich nicht, aber wir übernachten hier und haben natürlich alles Mögliche mitgenommen. Hier, die Schönste. Die Kinder sind auch mit dabei und wir haben Hunger. Schaut mal, was die Tara alles vorbereitet hat. Oh mein Gott. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, hier zu sein. Da ist meine Gäste. Und da ist meine Steffi. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Das ist einfach der Wahnsinn. Und der Liam, der hat auch Hunger, ne? Ja. Ja. Super, yay. Da klatschen wir. Aua. Da klatschen wir in die Hände. Yay. Oh, cool. Ah, wie cool. Stativ. Meine Lieben, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden. Ihr habt es gesehen, ich habe bei der Tara gar nicht so viel gefilmt. Ich habe das Ganze mehr auf Instagram begleitet. Da bin ich auch ehrlich und irgendwie kommt man dann auch durcheinander. Und vor allen Dingen wollen wir auch nicht ständig die Kamera in der Hand halten. Wir wollen es einfach genießen. Die Zeit ist immer so, so schnell rum. Wir haben unglaublich viel wieder geredet, gelacht, auch geweint, nachdem wir Taras Hochzeitsvideo gesehen haben. Es war so, so schön, so emotional. Und auch, ja, diese Gastfreundschaft von der Tara war der absolute Wahnsinn. Ich werde da noch sehr, sehr lange daran zehren. Es war wunderschön und ich bin sehr dankbar über diese Freundschaft, die ich zu meinen Mädels habe. Ja, das ist ein ganz, ganz kostbares Gut, das unbezahlbar ist, tatsächlich. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber so empfinde ich das eben. Und jetzt wollte ich mich noch kurz von euch verabschieden. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. In dem nächsten Video werde ich euch dann nochmal genauer zeigen, wie ich alles geputzt habe. Ich werde dann ein separates Video machen, weil ich gemerkt habe, dass dieses Video sonst zu lange wird. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr dann im nächsten Video wieder mit dabei seid. Jetzt wünsche ich euch nur das Beste, bleibt mir alle gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!